Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Ich freue mich zum Programm 70 Jahre Kriegsende von Stadtarchiv und Volkshochschule Donauwörth beitragen zu können. Frau Dr. Katrin Herrmann vom Stadtarchiv danke ich ganz herzlich für die Einladung. Herrn Professor Joachim Tiger von der Volkshochschule dafür, dass er trotz Corona meinen Vortrag über Verbrechen in der Endphase des Zweiten Weltkrieges in und um Donauwörth möglich macht. Im Sommer 1960 wandte sich der Vater des 1945 in Kaisheim erhängten Otto Eckstein an die Justiz und forderte die Bestrafung des SS-Generals Max Simon, obwohl aus den Akten dessen Verantwortung zweifelsfrei hervorging, belehrte der Augsburger Oberstaatsanwalt Dr. Weiß Ludwig Eckstein, Zitat: Ihr Sohn wurde von einem Kriegsgericht der Waffen-SS in Russland wegen Fahnenflucht zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt, worauf er zunächst in ein KZ und anschließend zum Arbeitseinsatz kam. Ihr Sohn entfloh neuerlich. Er wurde festgenommen und einem Feldgericht zugeführt. Im Ermittlungsverfahren wurde festgestellt, dass die Besetzung des damaligen Standgerichts nach den damaligen Gesetzen erfolgte, dass die seinerzeitigen Mindestvorschriften eingehalten wurden und als Beweismittel das Geständnis ihres Sohnes diente. Die Verurteilung beruhte auf § 70 des Militärstrafgesetzes, in Klammern Fahnenflucht. Das damalige Gericht konnte auf Todesstrafe erkennen, dass die Bestätigung des Todesurteils durch den General der Waffen-SS Simon erfolgte, ist nicht erweislich. Eine strafbare Mitwirkung konnte nicht festgestellt werden. Zitat Ende. Meinen Vortrag möchte ich in drei Teile gliedern. Zunächst erfolgt ein Blick auf die militärische Situation Ende April 1945. Sodann werden die wichtigsten Akteure kurz vorgestellt. Anschließend will ich auf die einzelnen Taten eingehen. Zunächst aber vier Vorbemerkungen. Die Forschung sieht die Endphase des Krieges von Herbst 1944, als amerikanische Truppen erstmals im Raum Aachen deutschen Boden betraten und besetzten, unter Kapitulation im Mai 1945. Für viele Vorgänge existieren keine schriftlichen Belege, weil diese verloren gingen durch Kriegseinwirkungen oder bewusst vernichtet wurden. Eine Rekonstruktion ist meist nur möglich, wenn nach dem Krieg Entnazifizierungs- oder Strafverfahren durchgeführt wurden. Diese Quellen haben, wie Sie eingangs feststellen konnten, schon ihre Besonderheiten. Bis in die letzten Kriegstage fielen Soldaten auf beiden Seiten. In einigen Fällen gibt es bis heute unzutreffende Erzählungen, deutsche Soldaten seien von den eigenen Leuten getötet worden. Ein besonders rätselhafter Fall fand sich in Wending. Dort sei der Kampfkommandant nach der kampflosen Räumung der Stadt von den eigenen Leuten erschossen und samt Angabe der mittlerweile aufgelassenen Grabstelle bestattet worden. Allerdings sind weder sein Tod, Personenstandsbücher, Sterbematrikel, Bestattungslisten und Personalakten wurden auch 1945 mit deutscher Gründlichkeit geführt,
noch sein Begräbnis zu belegen. Wir kommen darauf zurück. Örtliche Überlieferungen schreiben bis heute Taten der SS zu. Bei näherem Hinsehen stellte sich dann meist heraus, dass die Verantwortlichen aus der Wehrmacht kamen. Das positive Bild der Wehrmacht, die eigenen Großväter, Väter, Brüder, Ehemänner, Nachbarn und so weiter gehörten ihr an oder hatten ihr angehört, sollte wohl nicht beeinträchtigt werden. Bevor ich auf die Todesfälle eingehe, die nicht durch Kampfhandlungen verursacht wurden, wohl aber im Zusammenhang mit den Anstrengungen der deutschen Truppen, vielmehr ihrer sehr kümmerlichen Reste standen, die US-Armee aufzuhalten, soll ein Blick auf die wichtigsten eingesetzten deutschen Formationen und auf die militärischen Auseinandersetzungen geworfen werden. Ich komme zum 13. SS-Armeekorps, das unter der Führung des SS-Gruppenführers und Generalleutnants der Waffen-SS stand. Max Simon hieß er, und dieser Max Simon stemmte sich im April 1945 gegen die US-Truppen. Sein gnadenloser Umgang mit den eigenen erschöpften Soldaten und der kriegsmüden Zivilbevölkerung bestimmte ganz wesentlich auch das Verhalten seiner Untergebenen. Dieser kommandierende General hatte eine ganz besondere Vorgeschichte. Der 1899 in Breslau geborene Simon war nach 12-jähriger Dienstzeit im Ersten Weltkrieg und in der Reichswehr 1929 in den zivilen öffentlichen Dienst übergetreten. Nach der sogenannten Machtübernahme 1933 schloss sich der ehemalige Feldwebel der SS an und Simon genoss das Vertrauen von SS-Größen wie Theodor Eicke, dem Gründer des KZ-Systems. Simon spielte unter anderem eine zentrale Rolle im Konzentrationslager Dachau, wo er 1939 als Führer der sogenannten Totenkopfstandarte, also der Wachtruppe, und als SS-Standortältester an der Spitze der SS-Hierarchie stand. Im Herbst 1939 wurde seine SS-Totenkopfstandarte Oberbayern Teil der neu aufgestellten SS-Totenkopf-Division. Simons Standarte bzw. jetzt Regiment zeichnete sich 1940 in Frankreich durch militärisch sinnlose wie verlustreiche Angriffe aus, aber auch durch einen brutalen Umgang mit der Zivilbevölkerung und den massenweisen Mord an Kriegsgefangenen afrikanischen Soldaten der französischen Armee. Simon kämpfte im Sommer 1941 in Nordrussland, wo die Wehrmacht gegen die jüdische Bevölkerung im Raum Rossitten erfahrene männliche Juden wurden, Zitat, präventiv verhaftet, da mit Sabotageakten zu rechnen war, Zitat Ende, auf Simons Dachauer zurückgriff. Von Herbst 1941 bis Sommer 1942 profilierte Simon sich im nordrussischen Kessel von Demjansk und führte im März 1943 in der Ukraine die SS-Totenkopf-Division. Sie spielte im operativen Konzept die sowjetische Winteroffensive des Jahres 1942-43 zum Stehen zu bringen, eine ganz zentrale Rolle. Im Herbst 1943 stellte Simon die 16. SS-Panzergrenadierdivision Reichsführer SS auf, also
in gewisser Weise Heinrich Himmlers eigene Division. Mit ihr kämpfte er ab Sommer 1944 in Italien. Rücksichtslos ging er dabei mit dem Leben und der Gesundheit junger Wehrpflichtiger im Kampf um Zeit für das NS-Regime um. Simons SS-Männer wurden von seinen Vorgesetzten aus den Reihen der Wehrmacht gezielt gegen Partisanen eingesetzt. Diese Partisanen waren nicht greifbar und die SS-Leute ermordeten über 2000 italienische Kinder, Frauen und alte Menschen. Bekannteste Tatorte waren Sant'Anna di Stazzema und Marzabotto. Simon und sein Vorgesetzter Kesselring wurden dafür zum Tode verurteilt und verbüßten nach der Begnadigung Freiheitsstrafen im britischen Kriegsverbrechergefängnis Werl im heutigen Nordrhein-Westfalen. Simon wurde im November 1954 von Königin Elisabeth II. Begnadigt und aus der Haft entlassen. Später stand er wegen der Erhängung von drei Bürgern der Gemeinde Brettheim bei Rothenburg ob der Tauber vor Gericht. Er starb 1962 an einem Herzinfarkt. Kommen wir auf das von ihm geführte 13. SS-Armeekorps. Im Spätherbst 1944 übernahm Simon im Elsass dessen Führung. Es bestand aus Truppenteilen von Wehrmacht und Waffen-SS. Ziel dieses Mischkonzepts war eine, Zitat, nationalsozialistische Volksarmee, Zitat Ende. Simon ging gegen die eigenen Leute vor, wenn er den Zusammenhalt der als unbesiegbar geltenden, kämpfenden deutschen Volksgemeinschaft in Frage gestellt sah. So schrieb er in einem Flugblatt aus dem Monat April 1945, Zitat: Das deutsche Volk ist entschlossen, solche feigen, selbstsüchtigen und pflichtvergessenen Verräter auszumerzen und wird nicht davor zurückschrecken, auch deren Familien aus der Gemeinschaft des in Ehre kämpfenden deutschen Volkes zu streichen. Zitat Ende. Simons letztes Opfer, ein angeblicher Deserteur, starb noch nach der Kapitulation in Tirol. Der SS-Führer Simon genoss die Unterstützung zahlreicher Wehrmachtsoffiziere. Der Oberstleutnant Kort von Hobe führte Simons Befehle ganz bedenkenlos aus, setzte die wenigen vorhandenen Kampffahrzeuge seiner Panzerkampfgruppe 13 in Mittelfranken, Zitat, angriffsweise, Zitat Ende, ein und verlor alle. Auch hatte Kort von Hobe keine Skrupel, mit einem ihm von Simon dazu unterstellten SS-Regiment die amerikanische Armee möglichst lange von Dachau fernzuhalten, wohl um Zeit für die Verschleppung von KZ-Häftlingen in die eher imaginäre Alpenfestung zu gewinnen. Dafür bekam Kort von Hobe in den letzten Tagen das Ritterkreuz und wurde zum Obersten befördert. Das Foto, das Sie hier sehen, zeigt ihn mit diesem von Simon verliehenen Ritterkreuz am Kragen und mit den Epauletten eines Obersten. Dem Generalkommando, dem Korps, unterstanden im April 1945 Reste von Einheiten der Waffen-SS, des Heeres, der Polizei, zeitweise auch der Luftwaffe und des Volkssturms. Sie hatten Mitte April in den Kämpfen um Crailsheim und später um Nürnberg mit etwa 5000 Mann ein Zehntel einer regulären Kursstärke. An Donau und Lech
waren es wohl noch weniger Korpsangehörige. Das Verhalten von Soldaten, aber auch das Verhalten der Zivilbevölkerung überwachte der SS-Feldgendarmerietrupp 113. Die Feldgendarmen führten in einer Art mobilen Gefängnis zu viel zivile und militärische Gefangene mit, und zwar vor und nach Standgerichtsverfahren. Und nach Standgerichtsverfahren führten die Feldgendarmen auch die Hinrichtungen durch. Der Oberstleutnant Gerhard Heilbronn, Sie sehen sein Foto, führte eines der improvisierten Regimenter der Panzerkampfgruppe 13. Wir werden auf ihn zurückkommen. Ein zentraler Akteur im Terrorapparat Simons war der Leutnant der Reserve Karl Seiter, ein promovierter Jurist und im Zivilberuf Staatsanwalt in Regensburg. Von ihm konnte ich in den Akten leider kein Foto finden. Er war in Mittelfranken und Nordschwaben als Offiziersbeisitzer an Standgerichtsprozessen gegen mindestens 5 junge Männer beteiligt und leitete noch nach Simons Kapitulation in Tirol am 4. Mai 1945 die Hinrichtung von Simons letzten Opfer. Ein anderer wichtiger Akteur war der Major Ernst Otto, ebenfalls Ritterkreuzträger, ein ehemaliger Polizist, der in mehreren Standgerichtsverfahren tätig wurde. Doch werfen wir jetzt einen Blick auf die Kämpfe in Nordschwaben. Nachdem sie den Verlust Nürnbergs noch dazu am symbolträchtigen 20. April 1945 nicht verhindern konnten, konzentrierten Simon und seine Leute sich auf die nächste Möglichkeit, den Vormarsch der amerikanischen Truppen zu verlangsamen. Dabei spielten in ihrem Denken zwei Vorstellungen eine zentrale Rolle. Sie erwarteten den Bruch der, Zitat, unnatürlichen Koalition zwischen England, Amerika und Russland, Zitat Ende. Bis dahin musste die deutsche Volksgemeinschaft, die nach ihrem Verständnis als unbesiegbar galt, nur zusammengehalten werden. In der Folge kämpften Simon und seine Leute an der äußeren Front gegen die übermächtige US-Armee und an der inneren Front gegen alle, die diese kämpfende Volksgemeinschaft verließen. Nach der Äußerung von Simons Stabschef, dem SS-Sturmbannführer Eckehard Albert, stellte die Donau einen, Zitat, starken Geländeabschnitt dar, Zitat Ende. Am 23. April 1945 erklärte Simon die Kommandanten der improvisierten Brückenköpfe an der Donau zu, Zitat, Kampfkommandanten im Sinne des grundlegenden Führerbefehls und damit zu Herren über Leben und Tod in ihrem Bereich. Alle Maßnahmen, die zur Stärkung der Verteidigung bis zum Letzten dienen, sind beschleunigt, Unterbrechung etwa auftretender Schwierigkeiten durchzuführen. Zitat Ende. Kort von Hobes, panzerlose Panzerkampfgruppe 13, sollte zunächst den Brückenkopf Donauwörth halten, später über die Donau zurückgehen, um mit Front gegen Westen die über die Dillinger Donaubrücke vorstoßenden US-Kräfte aufzuhalten. Reste der 212. Volksgrenadierdivision sollten den Marxheimer Brückenkopf und Reste der 2. Gebirgsdivision den Brückenkopf Neuburg an der Donau halten. Lächerlich mutet die von Simon befohlene Aufklärung bei der Annäherung eines modern ausgerüsteten Feindes, Zitat, durch den Einsatz von Offiziersspähtrupps auf Fahrrädern, Zitat Ende, an. Für die
Provokation von US-Truppen und das anschließende Blutbad durch den Beschuss amerikanischer Artillerie in der Ortschaft Gunzenheim am 25. und in der Nacht zum 26. April war eine Kompanie der Panzerkampfgruppe 13 verantwortlich. Entsprechender Taktik, auf Kosten der Zivilbevölkerung Zeit zu gewinnen, beschossen ca. 40 SS-Männer und Wehrmachtssoldaten unter der Führung des Hauptmanns Richard Pleimes die Amerikaner. Der Offizier, die örtliche Überlieferung nennt ihn irreführend SS-Hauptmann, ignorierte Bitten, den Ort nicht zu verteidigen. Die Folge war ein verheerender Artilleriebeschuss, bei dem er selbst verwundet wurde. 11 Einwohner und 2 deutsche Soldaten starben in dem zerstörten Dorf. 27 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Nach dem Abtransport ihres verwundeten Offiziers, der später in Rhein am Lech seinen Verletzungen erlag, zog sich die Mannschaft zurück. Die einrückenden US-Soldaten waren von den Zerstörungen entsetzt. Besonders erinnerten sich die Gunzenheimer, dass am Morgen des 26. April mit den ersten US-Soldaten, Zitat, ein sie begleitender, deutsch sprechender katholischer Feldgeistlicher sich um die Schwerverwundeten seelsorgerlich angenommen und ihnen die heiligen Sterbesakramente gespendet hat. Zitat Ende. Simons Kampf um Zeit kostete auch vielen seiner Männer das Leben. So starben am 25. Mai im Marxheimer Brückenkopf, sogenannten Brückenkopf, eher 2 jugendliche Soldaten einer Ausbildungsabteilung. Sie hießen Johann Wolfsgruber und Max Lachner. Ohne Rücksicht ließ von Hobe nicht nur den Trümmerhaufen Donauwörth verteidigen, sondern befahl am 25. April auch die Sprengung der Donaubrücke bei Schäfstall. Doch der Widerstand einzelner deutscher Truppenteile oder eher Truppenfragmente spielte militärisch keine Rolle. Es dauerte nicht lange, bis US-Pioniere trotz der Sprengung aller Donaubrücken im Bereich von Simons Korps am Morgen des 27. April bei Marxheim über die Donau setzten. Den nahezu kampflosen Übergang vollzogen Soldaten des 3. Bataillons des 157. US-Infanterieregiments unter der Führung von Oberstleutnant Felix L. Sparks. Oberstleutnant Sparks sollte später das Konzentrationslager Dachau befreien. Kurt von Hobe aber stellte lapidar fest, Zitat, am 27.04. früh geht der Feind über die Donau, wobei wir ihn nicht wesentlich stören können. Zitat Ende. Die bei Donauwörth über die Donau gegangenen Soldaten der 42. US-Infanteriedivision rückten in Richtung der gesprengten Lechbrücke bei Rhein vor. Am 26. April versuchten Angehörige von Waffen-SS und Wehrmacht, die US-Truppen bei Oberndorf aufzuhalten und bedrohten Dorfbewohner, die auf dem Kirchturm die weiße Fahne aufziehen wollten. Das Ergebnis war ein heftiger Artilleriebeschuss. Jetzt hissten sogar die Verteidiger die weiße Fahne und verschwanden. Der Beschuss aber war für die Familie Schäfstoß fatal. Ihr Haus wurde getroffen, die Mutter des Landwirts, seine Frau und 4 seiner Kinder im Alter von 11, 10, 9 und 7 Jahren fanden den Tod. Lediglich der Landwirt selbst und sein 2-jähriger Sohn Josef überlebten. In der Nacht vom 26. auf den 27. April überquerten US-Truppen auch den Lech. Kommen wir zu Kriegsendeverbrechen, zu Tatorten und Taten. Simon zeigte einen menschenverachtenden Umgang mit dem Leben der eigenen Leute.
Hunderte, vor allem im Raum Crailsheim, sinnlos in den Tod getriebene junge Soldaten, als Deserteure erhängte kriegsmüde Soldaten und SS-Männer, exekutierte Zivilisten, die sich gegen den Kampf bis zum letzten Atemzug gestellt hatten, markierten seinen Weg. Tatorte Simons und seiner Leute waren zuletzt Lommersheim bei Wemding, Kaisheim, Huisheim, Mertingen sowie die Haupt- und Westendorf im heutigen Landkreis Augsburg. Aber Simon und seine Leute waren nicht die einzigen mörderischen Akteure in der Endphase des Krieges. Kommen wir zunächst nach Donauwörth. Im November 1944 rief der 21 Jahre alte Gustav Stief auf Flugblättern in der Maschinenfabrik Donauwörth beschäftigte Zwangsarbeiter zur Vorbereitung eines Aufstandes auf. Der gelernte Dreher aus Kassel, er kam aus einer Arbeiterfamilie, hatte an der Front einen Arm verloren und war Soldat der Heeresabnahmestelle in der Maschinenfabrik. Gustav Stief wurde vom Reichskriegsgericht in Torgau an der Elbe am 7. Dezember 1944 wegen Vorbereitung zum Hochverrat in Tateinheit mit Kriegsverrat zum Tode verurteilt und in Halle an der Saale am 4. Januar 1945 hingerichtet. Wir bleiben weiter in Donauwörth. Ein weiteres Endphasenverbrechen ereignete sich am 11. April 1945 nach dem schweren Luftangriff auf Donauwörth. Bahnhof, Donaubrücke und Maschinenfabrik trugen dabei schwerste Schäden davon. Die Maschinenfabrik war vorher von ihrer 2000 Mann starken Belegschaft, darunter zahlreiche Konzentrationshäftlinge unter SS-Bewachung, geräumt worden. Häftlinge und Bewacher, auch andere Beschäftigte, waren in Richtung Donau geflüchtet. Der Leiter des Luft- und Werkschutzes, ein ehemaliger Oberstleutnant der Flak-Artillerie, organisierte den Einsatz der Werksfeuerwehr. Dabei traf er einen Unterführer der Waffen-SS und mehrere KZ-Häftlinge. Ein russischer Häftling wurde beschuldigt, einem beim Angriff ums Leben gekommenen deutschen Soldaten den Finger abgeschnitten zu haben, um an dessen Ring zu gelangen. Der SS-Unterführer befahl einem Luftwaffensoldaten, den Häftling zu erschießen, doch das Gewehr des Soldaten versagte. Daraufhin zeigte der Werkschutzleiter einem anderen Wachsoldaten die Handhabung seiner Pistole, gab sie ihm und der Wachsoldat tötete damit den Häftling durch einen Kopfschuss. Das Landgericht Augsburg verurteilte den ehemaligen Werkschutzleiter am 20. August 1948 wegen Beihilfe zum Totschlag zu 18 Monaten Gefängnis. Das Urteil spricht abwertend von KZ-lern und führt zu der dem Häftling vorgeworfenen Tat aus, dass, Zitat, sie nach dem Kriegsrecht aller Kulturnationen mit dem Tod bestraft wird. Zitat Ende. Letzteres wurde vom Gericht als Milderungsgrund aufgeführt. Die Prozessakten sind nicht erhalten, deswegen war ich, und Sie sehen hier das Deckblatt, bei der Rekonstruktion des Falles auf den sehr mageren Urteilstext in einer Sammlung der Universität Amsterdam angewiesen. Wir bleiben in Donauwörth bzw. in Bäumenheim und Berg. Bevor Simons Standgericht in Nordschwaben tätig wurde, war hier bereits ein Kommando der Sicherheitspolizei und des SD zur besonderen Verwendung Römisch 6 in Aktion getreten. Es bestand aus früherem Personal der Dienststelle Paris, der Sicherheitspolizei und des SD und es sollte
versprengte Soldaten sammeln, gegen Deserteure vorgehen und war dazu Max Simons 13. SS-Armeekorps auf Zusammenarbeit angewiesen. Sein Opfer wurde der am 13. April 1945 auf Drängen von Einwohnern festgenommene, von Gendarmen in Bäumenheim festgenommene Josef Blank. Teile der Bevölkerung unterstützten also noch im April 1945 die Organe des NS-Staates bei der Fortsetzung des Krieges. Der 1920 in Augsburg geborene, mehrfach verwundete, mehrfach ausgezeichnete Gefreite der Gebirgsjägertruppe hatte nur seinen Genesungsurlaub überzogen. Ein Standgericht des Kommandos verurteilte ihn am 14. April 1945 in Kaisheim zum Tod. Josef Blank starb am 16. April an einem Alleebaum am Ortsausgang von Berg in Richtung Kaisheim. Wir kommen nach Mündling und Kaisheim. Einige Tage später kam Max Simons Standgericht nach Mündling und machte sich im Amtszimmer vom Bürgermeister Matthias Färber breit. Der entsetzte Bürgermeister erinnerte sich später besonders an Major Ernst Otto. Zitat: Der Major, er hatte ein Glasauge, unterbreitete mir, dass morgen in Mündling zwei aufgehängt würden und ich das Todesurteil mit unterschreiben muss. Da bat ich darum, mich und die Gemeinde von solchen Dingen zu verschonen. Der Major war eiskalt und erklärte mir, dass ich mit aufgehängt werde, wenn ich mich weigere, das Todesurteil zu unterschreiben. Und er hat mich darauf hingewiesen, dass sie erst wenige Tage vorher einen Bürgermeister oder Ortsgruppenleiter, der sich geweigert hatte, ein Todesurteil zu unterschreiben, mit aufgehängt haben. Major Otto, Zitat Ende, pardon, Major Otto hatte in Brettheim bei Rothenburg tatsächlich einen Bürgermeister und einen Ortsgruppenleiter, die sich geweigert hatten, ein Standgerichtsurteil zu unterschreiben, zum Tode verurteilt. Am 21. April 1945 verhandelte in Mündling das Standgericht des 13. SS-Armeekorps mit Major Otto als Vorsitzenden und dem Juristen und Leutnant der Reserve Dr. Seiter als Offiziersbeisitzer. In drei Verfahren wurden zwei Soldaten des Heeres und ein Angehöriger der Waffen-SS zum Tod verurteilt. Es waren der 1919 geborene Obergefreite Johann Schelshorn aus Aufhofen, der 1918 geborene Johann Hergotshöfer aus Ansbach. Es ist der einzige, von dem ich in den Akten ein Foto finden konnte, und der 1925 geborene Georg Eckstein aus Ochsenfurt. Sie waren von Simons Feldgendarmen aufgegriffen worden. Am Morgen des 22. April hingen die Leichen der drei Soldaten an Alleebäumen an der südlichen Ortsausfahrt von Kaisheim. Sie trugen Schilder um den Hals mit der Aufschrift: Wir sind Verräter, und sollten mehrere Tage hängen bleiben. Simon hatte befohlen, zum Tod verurteilte Soldaten zur Abschreckung der zurückgehenden Truppe an den Hauptstraßen zu erhängen. Der im Zuchthaus Kaisheim tätige Hauptwachtmeister Andreas Werber aber ließ vor dem Einmarsch der amerikanischen Truppen von Strafgefangenen die drei Leichen abnehmen und am 25. April ohne Särge und ohne Zeremoniell auf dem Kaisheimer Friedhof beerdigen. Wir kommen nach Wemding bzw. in den heutigen Stadtteil Lommersheim. Die Wemdinger Sterbematrikeln geben einen Hinweis auf ein Tötungsdelikt im Lommersheimer Wald, südöstlich Wemding. Die 17 Jahre alte
polnische Zwangsarbeiterin. Franziska Mastal-Zeretuk war in dem kleinen Lommersheim beschäftigt. Sie wurde um den 24. April im Wald laut Kirchenbucheintrag durch SS erschossen. Die Leiche der zunächst am Tatort begrabenen jungen Frau wurde exhumiert und am 12. Juni 1945 in Wemding, Lommersheim gehört zur dortigen Pfarrei, beerdigt. Der Mord an der jungen Zwangsarbeiterin entsprach dem Handlungsschema von Simons Leuten, sowohl im Zusammenhang mit den Kämpfen um Kreisheim Anfang April, wie auch um Nürnberg Mitte April und nahe Eichach Ende April 1945 wurden mehrere Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene zum Ziel des mörderischen Terrors. Wahrscheinlich wurde Franziska Mastal-Zeretuk Opfer der Truppe des Wemdinger Kampfkommandanten Buttmann. Nach der Wemdinger Erzählung wurde Buttmann von seinen eigenen Leuten erschossen, als er auf inständige Bitten von Agnes Meister, einer Wemdingerin, die Stadt nicht verteidigte. Die örtliche, die Wemdinger Überlieferung kennt das Schicksal der jungen Frau allerdings nicht. Wahrscheinlich ist, dass dieser Mord im Lammersheimer Wald mit dem vermuteten Schicksal des Kampfkommandanten vermischt wurde. Wir kommen jetzt nach Deiningen im Ries und nach Huisheim am Riesrand. Zivilisten waren gefährdet, wenn sie sich dem Kampf für das Regime widersetzten. Am 22. April kam es in Deiningen zwischen Wilhelm Wenninger, dem Ortsbauernführer, auch Zugführer des örtlichen Volkssturms, und dem Landwirt Michael Römer zum Streit. Am Morgen hatten Simons SS-Pioniere die Wörnitzbrücke im östlich benachbarten Fessenheim gesprengt und Volkssturmleute hatten die Panzersperre in Deiningen am Ortseingang geschlossen. Doch Bewohnerinnen und Bewohner zersägten mit dem Ruf, die Panzersperre muss wieder raus, die Baumstämme und schafften sie als Brennholz weg. Wenninger wollte einschreiten, doch der zufällig hinzukommende Römer packte und bedrohte den Ortsbauernführer. Allerdings blieb Wenninger unversehrt. Daraufhin fuhr der Ortsbauernführer mit seinem Motorrad nach Augsburg und meldete sich freiwillig zum Dienst bei der Polizei oder Waffen-SS. Einiges spricht dafür, dass Wenninger den Vorgang meldete, denn am Tag darauf erschien ein Waffen-SS-Führer mit mindestens drei SS-Männern, wohl Simons Feldgendarmen, und nahm Bürgermeister Johann Böhm, Ortsgruppenleiter Friedrich Öfele und zielgerichtet Michael Römer fest. Alle drei wurden nach Huisheim gebracht. In seinem Gefechtsstand in einer Gastwirtschaft verhörte der Oberstleutnant Gerhard Heilbronn die drei Männer. Während Böhm und Öfele jede Beteiligung an der Beseitigung der Panzersperre abstritten, räumte Römer ein, Zitat, einige Prügel von der Panzersperre entfernt, Zitat Ende, zu haben. Heilbronn setzte Römer so sehr unter Druck, dass er die Namen von sechs weiteren Beteiligten nannte. Daraufhin schickte Heilbronn Bürgermeister und Ortsgruppenleiter zurück, um die Panzersperre wieder aufzubauen. Andernfalls lasse er das ganze Dorf in Brand stecken. Obwohl er zum eigentlichen Abbruch der Panzersperre weiter seine Unschuld beteuerte, sprach Heilbronn mit brennender Zigarette im Mund das Todesurteil. Der Huisheimer Pfarrer Josef Fremmer berichtete später, Zitat, der Kommandeur der Kampftruppe war bei mir im Pfarrhaus einquartiert. Es ist richtig, dass in der Wirtschaft in zynischer Weise das Todesurteil über den Römer gesprochen wurde. Wie ich noch von den Soldaten erfahren habe, wurde dasselbe in der gleichen Nacht vollstreckt. Angeblich wurde Römer auf der Flucht
mit 3 Schuss erschossen. Zitat Ende. Tatsächlich versuchte Michael Römer zu fliehen, wurde angeschossen und von einem 17-jährigen Soldaten, er hieß Josef Schröppel und stammte aus Balkheim im Ries, mit einem Kopfschuss getötet. Bemerkenswert ist, dass dieser Vorgang in der örtlichen Überlieferung bis heute der SS zugeschrieben wird. Simons Feldgendarmen nahmen in der Nacht vom 23. auf den 24. April in Deiningen 5 der von Michael Römer genannten Personen fest. Ein Landwirt war bereits in das von US-Truppen besetzte benachbarte Schmähingen geflohen. Sophie Karg, Marie Groß, Josef Wörle, Clemens Höhenberger und Heinrich Moll wurden ins Kaisheimer Zuchthaus gesperrt und sollten am 25. April erhängt werden. Doch die rechtzeitig einrückende US-Armee rettete ihnen das Leben. Gehen wir südlich der Donau und kommen nach Mertingen. In Simons Machtbereich wurde Heinrich Himmlers berüchtigter Flaggenbefehl rücksichtslos umgesetzt. Wenn die Bevölkerung bei der Annäherung des Feindes weiße Tücher zeigte, waren, Zitat, die betreffenden Häuser zu zerstören, in Klammern abbrennen, und die männlichen Bewohner vom 16. Lebensjahr abzuerschießen. Zitat Ende. Simons Korps ging darüber hinaus und nutzte die tödliche Wirkung seiner Artillerie. Am Morgen des 26. April rollten amerikanische Panzer aus Richtung Auxesheim auf Mertingen zu. Deutsche Infanterie nahm sie unter Beschuss und die Amerikaner zogen sich zurück. Doch es gelang den Mertingern, den deutschen Kompaniechef zum Abzug zu bewegen. Ab 12.30 Uhr wehte die weiße Fahne vom Mertinger Kirchturm. Zur selben Zeit arbeitete ein Mertinger Landwirt im Mertinger Forst. Auf dem Nachhauseweg hielten ihn deutsche Soldaten an. Ihre Einheit, die Überlieferung spricht von einer Batterie der Waffen-SS, lag am Waldrand. Sie forderte den Einzug der weißen Fahne, andernfalls werde der Ort dem Erdboden gleichgemacht. Daraufhin wurde die weiße Fahne eingezogen, aber eine Abordnung mit dem Bürgermeister an der Spitze ging zu der Truppe. Die Offiziere stimmten einem erneuten Aufziehen der weißen Fahne nicht zu. Als die Abordnung zurück ins Dorf kam, schlugen die ersten Granaten ein. Nach der örtlichen Überlieferung schoss die Waffen-SS-Batterie am Rand des Mertinger Forsts. 5-mal lag der Ort an diesem Tag unter Beschuss, der zu Schäden und zum Tod von 7 Menschen führte. Erst für die Nacht wurde das Zeigen der weißen Fahne gestattet. Bei Mertingen war das improvisierte Regiment Erhard eingesetzt, um aus dem Dillinger Brückenkopf angreifende US-Truppen aufzuhalten. Es unterstand Kort von Hobes Panzerkampfgruppe 13. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war deshalb am Rand des Mertinger Forsts eine Panzerabwehreinheit des Heeres in Stellung, keine Waffen-SS-Einheit. Unwahrscheinlich ist es, dass diese Panzerabwehreinheit den Ort beschoss. Wahrscheinlicher ist es, dass die östlich des Lech stehende Artillerie des 13. SS-Armeekorps den Beschuss zu verantworten hatte. Denkbar ist auch, dass die amerikanische Artillerie von nördlich der Donau auf die Einholung der weißen Fahne mit Beschuss reagierte. Aus amerikanischer Sicht waren weiße Fahnen Zeichen dafür, dass keine deutschen Truppen mehr im Ort standen. Wurde sie nicht gezeigt, rechneten die Amerikaner mit kampfbereiten deutschen Truppen.
In jedem Fall starb man am 26. und 27. April durch das Artilleriefeuer, das deutsche Kräfte unmittelbar oder mittelbar bewirkten, 7 Menschen. Der Malermeister Josef Herz, die Büroangestellte Auguste Hohl, Katharina Schuster, sie wird als Ehefrau bezeichnet, der Landwirt Paul Mengele, sein Berufskollege Anton Hohl, Magdalena Kratzer, die ebenso als Ehefrau bezeichnet wird, und die Landwirtstochter Magdalena Kratzer. Wir gehen einige Dörfer weiter südlich nach Westendorf. In der Nacht vom 25. auf den 26. April räumten deutsche Soldaten den Ort. In Erwartung der amerikanischen Truppen wurde die weiße Fahne gehisst, ohne dass der Ort von US-Truppen besetzt wurde. Im Laufe des 26. April versuchten deshalb 4 SS-Männer, Bürgermeister Josef Ile festzunehmen, fanden ihn aber nicht. Als die SS-Männer seine Frau, die Schwester des Weichenwärters Johann Fieger, mitnehmen wollten, erklärte der Eisenbahner, er war kurz vorher vom Dienst gekommen, dann gehe er lieber mit. Die SS-Männer lieferten ihn im Gefechtsstand von Oberstleutnant Heilbronn, jetzt in der Tierhauptner Gastwirtschaft Schaller, ab. Die deutschen Kampftruppen am Lech waren ausschließlich Wehrmachtseinheiten. Allerdings waren SS-Feldgendarmen zur Einschüchterung der Bevölkerung und auch der eigenen Truppe unterwegs. Oberstleutnant Heilbronn, erklärte Fieger, der die weißen Fahnen weder aufgehängt hatte, noch den oder die Verantwortlichen kannte, am nächsten Tag müsse er mit den SS-Männern zurück nach Westendorf, und wenn die Verantwortlichen nicht gefunden würden, werde er erschossen. Der Eisenbahner bemerkte, wie kurz nach Mitternacht SS-Männer 2 Jugendliche im Gefechtsstand ablieferten. Wir kommen auf die beiden Jugendlichen noch zurück. Westendorf wurde am 26. April gegen 1930, im Ort befanden sich keine US-Truppen als legitime militärische Ziele, von deutscher Artillerie, die auf der Ostseite des Lech stand, beschossen. Der Beschuss kostete 3 Angehörigen einer Bauernfamilie, Vater Georg, Mutter Viktoria und Sohn Georg Geffner, das Leben. 2 Menschen wurden verletzt, mehrere Gebäude stark beschädigt. Nach dem späteren Bericht von Bürgermeister Ile waren SS-Einheiten für den Beschuss verantwortlich. Aber auch hier waren nur Heereseinheiten, auch Artillerieeinheiten des Heeres eingesetzt. Johann Fieger, der Eisenbahner, hatte Glück, denn am Morgen des 27. April besetzten US-Truppen Westendorf. Gegen 8.30 Uhr beobachtete Fieger, wie die nachts eingelieferten Jugendlichen weggebracht wurden. Ihm aber wurde erlaubt, sich bei einer befreundeten Familie in Tierhaupten aufzuhalten. Um 20 Uhr aber waren Heilbronn und sein Stab verschwunden. Der Eisenbahner konnte kurze Zeit später wohlbehalten nach Hause zurückkehren. Wir bleiben weiter in Tierhaupten. In der Nacht vom 25. auf den 26. April verließen 3 jugendliche Flakhelfer die leichte Heimat-Flakbatterie, Arabisch 7/Römisch 7 Neckarsulm. Hans Krämer, Gerhard Zirkel und Fritz Haas waren bei Genderkingen eingesetzt und wollten nicht weiterkämpfen, sich aber nach Hause nach Neckarsulm durchschlagen. Am nächsten Tag kamen sie gegen Mittag nach Tierhaupten. Krämer ging in den Ort, um Streichhölzer und Lebensmittel zu besorgen. Die beiden anderen umgingen ihn, um nicht aufzufallen. Da der Stab der vorgesetzten Einheit mittlerweile im Dorf lag, verließ Krämer den Ort, um nicht auf Vorgesetzte zu treffen.
Während er am vereinbarten Treffpunkt auf die beiden Kameraden wartete, kamen diese nicht. Die beiden anderen Jugendlichen wurden im Laufe des 26. April von SS-Leuten einer Feldpolizeistreife, alle Beobachtungen und Angaben sprechen für Simons Feldgendarmen, in den Lechauen aufgegriffen und in den Gefechtsstand des Regiments Heilbronn gebracht. Nach den weiteren Beobachtungen von Johann Fieger wurden die Jugendlichen von Soldaten auf Befehl von Oberstleutnant Heilbronn ganz ohne Verfahren am Morgen des 27. April mit gefesselten Händen in Richtung der alten Klosteranlage gebracht. Obwohl die vorgesetzte leichte Flak-Untergruppe Stuttgart dort ihren Gefechtsstand hatte, nahm Heilbronn keine Verbindung auf. Einige Soldaten hatten vorher Stricke besorgt. Die Ehefrau des Gastwirts Schaller aber verweigerte die Herausgabe eines Stuhls mit der Begründung, dann müsse sie ihr ganzes Leben lang an dieses Ereignis denken. Kurze Zeit später wurden Fritz Haas, er war 18 Jahre, und Gerhard Zirkel, er war 16 Jahre alt, an Kastanien nahe des alten Klosters erhängt. Sie trugen Schilder mit der Aufschrift, ich bin Kanonier Zirkel bzw. Haas, war fahnenflüchtig. Übrigens auch dieser Vorgang wird in der Überlieferung, und hier haupten, bis heute der SS zugeschrieben. Gerhard Heilbronn, der Verantwortliche für den Tod von Michael Römer aus Deiningen und der beiden Jugendlichen in Tierhaupten, wurde am 29. April bei Langengern, also unweit München, schwer verwundet und starb wenige Tage später im Lazarett Dillingen, wohin ihn die Amerikaner gebracht hatten. Nach den Umständen der Verwundung suchte er wohl den Tod im feindlichen Feuer. Am 2. Mai 2015 wurde in Tierhaupten am Ort der Hinrichtung von Gerhard Zirkel und Fritz Haas ein, wie ich meine, sehr gelungener Erinnerungsort eingeweiht. Sie können ihn hier sehen. Der Amoklauf gegen die Realität der Niederlage war in Nordschwaben kaum weniger einschneidend als an bekannteren Orten des Endphasenterrors wie in Brettheim bei Rothenburg ob der Tauber oder in Penzberg. Aber erlauben Sie mir, bevor ich zum Schluss komme, noch zwei Einschübe, die mit der Region zu tun haben und die über das Kriegsende hinausweisen. Dem Waffen-SS-General Max Simon gelang es, seine Frau und seinen 1938 in Dachau geborenen Sohn in Gansheim, Gemeinde Marxheim, unterzubringen. Der Landwirt Ferdinand Baldewein, der die Boschenmühle, die außerhalb des Orts gelegene Boschenmühle, bewirtschaftete, war verpflichtet worden, mit seinem Pferdegespann den Rückzug in die Alpen zu unterstützen. Ihm nahm Simon das Versprechen ab, Frau und Kind aufzunehmen. Damit konnte Simon bei seinem Militärgerichtsprozess 1947 in Padua und später in der Haft einen anderen Wohnort als seinen bisherigen Wohn- und Dienstort Dachau angeben. Mit seiner Dachauer Rolle wurde Simon folglich nie mehr in Verbindung gebracht. Der unverdächtige Familienwohnort Gansheim dürfte auch dazu beigetragen haben, dass Elisabeth II. Das gegen Simon verhängte Todesurteil 1948 in zunächst lebenslange Haft umwandelte. Der Terror des Jahres 1945 wurde auch für Nachkriegslegenden genutzt, wie vom
Donauwörther NSDAP-Kreisleiter Philipp Meyer. Meyer hatte sich in einer Besprechung über die Verteidigung der Donaulinie am 16. April 1945 in Wertingen realistisch und ablehnend geäußert und war dafür heftig kritisiert worden. Nach dem Krieg behauptete Meyer, von einem SS-Standgericht zum Tode verurteilt worden zu sein und Hinrichtung nur entkommen zu sein, weil er sich versteckte. Beides ist falsch. War aber mit die Grundlage für Meyers Einstufung als Mitläufer im Spruchkammerverfahren und für eine zweite politische Karriere als CSU-Bundestagsabgeordneter ab 1953. Im nächsten Jahr werde ich dazu voraussichtlich neuere Forschungsergebnisse vorstellen können. Doch zurück zum Thema. Eine systematische Betrachtung der dargestellten Verbrechen lässt vier Gruppen erkennen. Die Tötung des sowjetischen KZ-Häftlings in bzw. nahe Donauwörth und der jungen polnischen Zwangsarbeiterin nahe Lommersheim zählen zu den zahllosen Morden an Häftlingen und Zwangsarbeitern in der Endphase des Krieges. Die Geschehnisse von Deiningen bzw. Huisheim, das tödliche Artilleriefeuer auf Westendorf und wohl auch auf Mertingen verweisen auf eine zweite Gruppe, nämlich das tödliche Vorgehen gegen Aktionen zur Beendigung von Kämpfen oder zur kampflosen Übergabe von Orten. Eine dritte Kategorie betraf Angehörige der deutschen Streitkräfte, die den Kampf für das NS-Regime nicht fortsetzen wollten. Das gewaltsame Ende von Michael Römer verweist auf eine vierte Gruppe. Michael Römer hatte dem Ortsbauernführer gedroht. Zitat, du Lump, du kommst jetzt dran. Zitat Ende. Bei Drohungen mit einer Anzeige nach Kriegsende wurden manche der Drohenden noch Opfer des Endphasenterrors. Da eine Diskussion ja leider nicht möglich ist, können Sie mir sehr gerne Fragen schicken. Sie finden dazu meine E-Mail-Adresse auf der letzten Folie und ich beantworte Ihre Fragen sehr gerne. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse und vor allem bleiben Sie gesund.